Das auch Kohle. Kann ich das wieder wegmachen? Ein kleiner Berg voll Kohle. Habe ich eigentlich Erkunder? Ja, einen habe ich noch. Einfach mal auch noch unten links einen Erkunder schicken. Aber das kann ich auch machen, nachdem die Wachstube fertig ist. Ja, toll. Den anderen Erkunder habe ich natürlich geschickt, als die Wachstube schon fertig war. Yes! Ziehe ich nach oben. Den anderen. Sehr klug. KLUK. KLUK. Okay, da oben sind Steine unter den Bergen. Das kann ich abreißen hier. Kohle. Ganz viel Kohle. Zack. Oh, hier ist ein Berg. Ein Erkunder kann ich nach hier schicken. Oder nach. Eisenerz. Okay. Jetzt wahrscheinlich Eisen, jetzt auch Eisen. Granit. Keine Gegner. Ja, die werden wahrscheinlich bald kommen.
bin mir ziemlich sicher, die werden bald kommen. Überhaupt irgendwelche Felder, du dummer Bauernhof? Ja, anscheinend macht er wirklich nichts. Vielleicht kriege ich da ja noch eine Meldung an. Ich will das erstmal ein bisschen beobachten. Ihr seid doch crazy hier oben. Also hier komme ich doch gar nicht weiter. Na gut, ich könnte hier rechts. Nee, gibt's keinen Weg hoch. Ich kann bis dahin. Und hier ist überall Berg um diesen Platz herum. Deswegen, ich muss erstmal durch. Hier komme ich nicht weiter. Stimmt, du musst hier erstmal durchschlagen. Ist scheinbar Eisen. Ist Eisen. Das ist Granit und da ist Eisen. Wahrscheinlich auch Eisen. Da ist Kohle. Noch irgendwo Eisen. Granit. Kohle. Bretter sind knapp. Baumstämme. Ich baue ja schon langsam. Dieser Bauernhof kann nix. Der kann nix. Der schläft. Anna? Probier ich mal da unten den Bauernhof. Hier ist noch ein bisschen grün. Oh, der hat jetzt sogar 100%, dieser Bauernhof. Interessant. Ich könnte... Gut. Also ich werde nicht davon ausgehen, dass ich die Bergwerke alle auf 100% kriege. Das heißt... Ich warte am besten, bis ich erstmal ein bisschen Gold finde. Mach eine Brauerei und lass die nicht so lange arbeiten, bis ich die Schwerter und Schilder, die ich hier mit den Anfangsmaterial gemacht habe, zu Soldaten habe. Habe ich den Nachschub zumindest. Und dann kann ich... Dann versuche ich die Soldaten, die ich habe, möglichst effizient zu benutzen. Oh, und da ist ein Gegner. Okay. Ah ja, okay.
Ja, vielleicht hast du ja Glück und kannst dich da vorher dann vorbeimogeln. Weil ich. Aber das wäre ganz schön. Das wäre ganz schön dämlich, wenn die 8. Ja. Mission so schnell umgehen kann. Um sein können. Ja, vielleicht ist es nur nach dem Motto Angst machen durch die durch das Setting. Und dann. Das ist ja, glaube ich, die erste Map und sowas, ne? Mhm, aber das ist die 8. Mission und es gibt nur 10. Ja, okay. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Ich will jetzt einfach mal, ich baue hier nochmal eine Festung hin. Also nicht nochmal, aber meine erste Festung. Und einfach möglichst dicht an meinen anderen Stuff. Ja, ja. Ich könnte. Ja, ich baue die mal aus, die Wachstube. Habe ich da noch einen Turm? Zwar ein bisschen teuer, aber. Ist halt nix. Ah, okay. Und hier ist bestimmt Gold. Bestimmt ist hier Gold. Hier mal eine Brauerei hin. Brunnen. Moment, was? Ach, da unten ist ein Gegner. Okay. Aber ich schätze mal, der kann mir hier nicht. Kann mir hier nichts antun. Aber diese Wachstube hat halt einfach drei Gefreite drin. Drei Soldaten drin. Ja. Weil hier unten die Grenze von dem ist. Ja. Ein guter Platz, um mal Generäle auszubilden, ne? Ja, dann müsste ich die Wachstube erst. Ausbauen, ja. Ausbauen. Das kann ich auch direkt vorne machen, wenn die Festung hier fertig ist. Ja. Hast du überhaupt schon Goldmünzen? Nee, aber ich. Ja, und. Hier ist Gold. Das ist gut. Genauso wie ich es mir gedacht habe. Weißt du, ich. Ja, nach jahrelang Computerspiel spielen, hat man einfach irgendwann so raus, wie Game Designer denken. Ja. Weißt du, man hat noch kein Gold. Irgendwann muss ja Gold kommen und dann so ein Ring an. An Felsen, wo man nicht dran vorbeikommt. Einigermaßen geschützt ist. Ja. Sonst ziemlich schwierigen Terrain. Ja. Yep. Gold gefunden. Ja. Granit, okay. Gold. Also hier könnte ich. Und ein Jagdhaus, ein Lagerhaus, okay. Also. Wenn die Festung fertig ist, könnte ich anfangen, Katapulte zu bauen oder sowas. Also, ich gehe davon aus, dass man hier viel mit Katapulten machen soll. Weil hier sind so viele Steine, man hat auch relativ viele am Anfang. Man hat nicht viel Platz, um Essen zu machen. Ja. Deswegen, also, stimmt. Davon gehe ich aus. Es gab nämlich bei dem ursprünglichen